Smart Renewables 2014. Podcast. Erste Schritte sind getan. Wie geht es jetzt mit den erneuerbaren Energien weiter? Podiumsdiskussion. Ich darf Ihnen die Gesprächspartner vorstellen, die jetzt darüber reden werden, über die Eckpunkte für ein neues EEG und möglicherweise auch ein bisschen mehr als diese Eckpunkte, die wir heute gehört haben und die Herr Barke uns vorgestellt hat. Ich fange ganz auf der anderen Seite von mir an. Dort steht Hans-Heinrich Andresen, der nicht umsonst sehr intensiv mitgeschrieben hat, als es um die Frage von Wind im Norden ging. Herr Andresen ist Chef und Gründer der WEB Andresen GmbH in Brekkum. Er hat den ersten Bürgerwindpark 1991 gegründet und betreibt ihn, hat inzwischen 25 weitere Bürgerwindparks, betreibt 3 Umspannwerke. Und wenn ich das richtig gesehen habe, Herr Andresen, haben Sie im Moment ungefähr 150 Megawatt unter Ihrer Fittiche und wollen bis zum Jahresende auf 450 bis 500 erweitern und kommen. Neben Herrn Andresen steht Dr. Frank Büchner. Er ist bei Siemens Deutschland zuständig für den Sektor Energie, hat vorher für Siemens Deutschland auch den Osten Deutschlands, also das Gebiet der neuen Bundesländer, betreut und wird uns heute sehr stark über die Position der Industrie informieren. Regine Günther ist Bereichsleiterin Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland, berät in dieser Funktion sowohl das Wirtschaftsministerium als auch das Forschungsministerium. Und wir freuen uns, dass Sie heute da sind. Oliver Krischer, Entschuldigung, ich habe Sie übersprungen. Oliver Krischer von den Grünen, seit 2009 Mitglied des Bundestages. Er war vorher Mitarbeiter bei Michael Hustedt, ist einer derjenigen, der schon wegen seiner Provenienz, er kommt nämlich aus Heimbach in der Eifel, wissen muss, wie schwierig es ist, Pumpspeicherkraftwerke nicht nur zu planen und nicht nur zu wollen, sondern sie auch durchzusetzen. In der Eifel ist das nicht gelungen. Und Ewald Woste, der hier neben mir steht, ist, wie Sie alle wissen, Präsident des BDEW und Vorstandsvorsitzender der Thüger AG. Herr Woste, ich würde gern mit Ihnen anfangen. Sie wissen ja schon etwas länger, was die Bundesregierung vorhat. Sie nennt diesen Gesetzentwurf EEG 2.0. Ist es tatsächlich die Neuerfindung des EEG, die uns da versprochen worden ist, oder ist es doch eher ein bisschen kleiner? Ja, zunächst mal ein herzliches Grüß Gott in die Runde. Ich sehe gerade Herrn Özdemir. Wir dürfen Sie auch begrüßen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute an der Diskussion teilzunehmen. Also danke, dass Sie hier sind. Ja, Frau Weidenfeld, natürlich wünscht man sich im Leben immer mehr. Und wir haben ja, und bin ich auch Herrn Barke sehr dankbar dafür, er hat ja auch vorgestellt, dass sich der BDEW in den letzten anderthalb Jahren sehr intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Und wir haben ja so sehen wir es auf jeden Fall, ein komplett neues Marktdesign entwickelt, wo wir das Zusammenspiel zwischen erneuerbaren und konventionellen Kraftwerken anders regeln wollen, als das heute stattfindet. Und wir hätten uns natürlich gewünscht, dass dieses mehr in die Diskussion, in die vordergründige Diskussion jetzt auch in der Koalitionsvereinbarung dargestellt worden wäre. Aber natürlich sind wir auf der anderen Seite auch Realisten. Und ein Erneuerbarengesetz, was mit sehr viel Herzblut vor vielen Jahren entwickelt worden ist, wenn ich das richtig weiß, ist ja einer derjenigen, der mitgeschrieben hat, hat ja heute Morgen hier auf dem Podium gestanden, nämlich Herr Barke, dieses Gesetz komplett über den Haufen zu werfen, wenn ich das so ausdrücken darf, ist sicherlich naiv und ist kein Weg, der funktionieren kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich persönlich, wenn ich das sagen darf, doch sehr überrascht gewesen, wie man diesen Veränderungsprozess jetzt angehen will.
Und von daher würde ich sagen, es steht mehr drin, es ist mehr an Veränderung, insbesondere, wenn ich zwei Stichworte herausgreifen darf, einmal das Thema der Direktvermarktung, das andere auch das Heranführen der Erneuerbaren stärker in Marktstrukturen, dann sind das natürlich schon richtungsweisende Entscheidungen, vor denen wir jetzt stehen. Wir können nur hoffen, dass die Dinge jetzt in der weiteren politischen Diskussion nicht zerredet werden. Herr Barker hat gesagt, man braucht immer Mehrheiten, da hat er sicherlich absolut recht. Und wenn man die Presse der letzten Monate und Wochen verfolgt, dann merkt man ja, dass sich Widerstand regt, den wir hier heute auch noch diskutieren werden. Also ich würde es mal gerne so zusammenfassen wollen, wir sind mit dieser Reform auf dem richtigen Weg. Was uns fehlt, ist natürlich, und das hat Herr Barker auch angesprochen, ist schon auch die Frage, wie soll denn dann auf Dauer das Zusammenspiel zwischen konventionellen und erneuerbaren funktionieren, also Stichwort Kapazitätsmarktmodelle. Da würden wir die Bundesregierung bitten und jetzt auch in der öffentlichen Diskussion dieses Thema sehr zeitnah anzugehen, also das EEG zu reformieren, aber sicherlich sich auch mit dieser Frage auseinanderzusetzen. So viel würde ich mal als Einstieg sagen wollen. Wunderbar, vielen Dank. Bevor wir jetzt Herrn Andresen fragen, ob er diese Freude über den Gesetzentwurf teilen möchte. Freude war es nicht, Frau Weinberg, Freude war es okay. nicht. Die vorsichtige Zustimmung, die Herr Woste hier in gemessenen Worten zum Ausdruck gebracht hat, ob er das teilen möchte, muss ich noch was nachholen, was ich vergessen habe. Sie haben alle in Ihren Tagungsunterlagen einen Zettel. Und auf diesem Zettel steht, Sie möchten sich doch bitte im Laufe des Vormittags Gedanken machen über einen Satz, den Sie im Zusammenhang mit der Energiewende öfter hören würden und über einen, den Sie nie wieder hören wollen. Wenn Ihnen dazu etwas einfällt, was wir sehr hoffen, würden wir Sie bitten, das aufzuschreiben auf diesen Zettel. Die Zettel werden am Ende dieser Diskussion eingesammelt und Sie können sich denken, dass wir das nicht so aus Jux und Dollerei tun. Es ist für den Jux und die Dollerei, die heute Nachmittag geplant ist, die Gorillas brauchen Ihre Hilfe, um Ihren Vortrag und Ihre Performance hier vorbereiten zu können. Also wenn Sie Lust haben, schreiben Sie doch auf, was Ihnen da durch den Kopf geht und das wird dann heute Nachmittag auch angemessen gewürdigt werden. Gut, Herr Andresen. Ja, schönen guten Morgen von mir auch an dieser Stelle. Vielleicht erlauben Sie mir auch zwei Vorsätze noch ganz kurz. Sie haben die Zahlen alle schön genannt. Was mir am wichtigsten ist, ich vertrete 5.000 Bürger der Region Nordfrieslands, die die Energiewende gestartet haben, als es das Wort Energiewende noch gar nicht gab, Ende der 80er, die auch ein Stück weit diese Energiewende mittragen. Und nur um eine Zahl hier in den Raum zu stellen, wir haben eine Beteiligungsquote von über 30% der jeweiligen Gemeinde, der Bürger der jeweiligen Gemeinde, die sich an einem Windpark beteiligen. Das ist ein Zeichen für Akzeptanz. Das sollte aus meiner Sicht durchaus auch für andere Regionen ja, ein Anreiz sein. Zum Thema. Ich habe einen Punkt, der mir gefallen hat bei den Vorreden und drei, die mir nicht gefallen haben. Welcher Punkt hat mir gefallen? Dass es den Bestandsschutz für die alten Windenergieanlagen geben wird im neuen Gesetz. Ist für uns ein ganz wichtiges Thema, brauchen wir nicht weit ausführen. Wir haben im letzten Jahr durchaus eine gewisse Unruhe bei uns gehabt, als dieser Bestandsschutz diskutiert wurde. Ich höre jetzt allerorts, dass der Bestandsschutz gewährt wird für die alten Anlagen. Für uns sind natürlich auch diese Übergangsregelungen sehr, sehr spannend. Ich habe eine leichte Tendenz bei Herrn Staatssekretär Barke gehört, dass der 22. Januar diskutiert wird. Das war zumindest mein Empfinden. Vielleicht habe ich doch ein besonderes Gehör. Also ich habe so gehört, dass er gesagt hat, man braucht Mehrheiten. Genau, so habe ich es auch gehört. Und wie gesagt, zwei Vorschläge wären natürlich von unserer Seite, dass man nicht die Genehmigung, sondern die Antragstellung für den 22. Januar ansetzt. Der zweite Punkt wäre natürlich auch, dass man diesen 22. Januar in Gänze verschieben würde. Was ich zu bedenken geben möchte, ist, dass natürlich die Hersteller ihre Kapazitäten auch eingeplant haben. Eine gewisse Verschiebung des 31.12.2014 in das Jahr 2015 wäre für mich da auch sehr sinnvoll und sehr hilfreich. Zwei Punkte will ich noch ganz kurz ansprechen, die uns natürlich absolut nicht gefallen als Vertreter von Bürgerwindparks. Das eine ist die Deckelung, das andere ist die Ausschreibung. Mit der Deckelung, da fehlt uns das Verständnis. Wir, die günstigste Form der erneuerbaren Energien zur Verfügung stellen, werden gedeckelt. Das mag die große Politik diskutieren. Für uns Vertreter der Bürgerwindparks und für mich als Finanzwirt ist es doch relativ unverständlich, dass man die günstigste Form dieser Energie deckelt und beschneidet. Nur als Beispiel, allein das Land Schleswig-Holstein hat Flächen ausgewiesen für 9.000 Megawatt, die zur Errichtung anstehen.
dieses Verfahren möchte ich sehen, wenn man diese 2500 jedes Jahr durchaus berechnen möchte. Vielen Dank, Herr Andresen. Eine kurze Nachfrage noch. Ich hatte ja eben skizziert, was Sie sich für 2014 vorgenommen haben. Was haben Sie denn für 2015 dann in den Büchern stehen, wenn der Stichtag 31.12. Also wenn Sie mich so direkt ansprechen, ist natürlich dieses EEG für uns ein so großer Keulenschlag, dass wir alles versuchen werden, dies Jahr so viel wie möglich umzusetzen. Okay. Ganz klare Botschaft. Frau Günther, bitte. Ja, für uns sind bei der EEG-Reform drei Sachen wichtig gewesen. Das eine ist, dass der dynamische Ausbau der erneuerbaren Energien nicht gebremst wird, sondern dass Investitionssicherheit bestehen bleibt, dass man es schafft, einen Systemwechsel hinzubekommen, der die Erneuerbaren zukünftig ins Zentrum des Systems stellt. Das läuft für uns unter dem Stichwort von der Menge hin zu Wert honorieren. Und das Dritte, dass der Ausbau in ganz Deutschland stattfinden kann. Einiges davon ist gelungen, anderes ist weniger gelungen. Wir finden die Idee des Ausbaukorridors eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde, so kann man vorgehen, nur mein Vorredner hat es schon dabei auch gesagt, für uns stellt sich es nicht als konsequent und logisch dar, warum man die kostengünstigste Energie dann so stark abbremst. Zumal, ich führe jetzt nochmal ein Fachwort ein, im Moment noch nicht geklärt ist, ob der Ausbau brutto oder netto, das heißt mit Abzug der Anlagen, die rausgehen aus dem System, stattfindet. Wir finden es richtig, dass es auf die Konzentration auf die kostengünstigsten Energieträger geht, sprich Wind und PV. Biomasse, sehen wir auch so, hat keine Lernkurve hingelegt. Insofern ist es nicht ganz unplausibel, das sehr stark abzubremsen. Zumal auch Effekte aufgetreten sind in anderen Bereichen, die für uns als Umweltverband nicht wünschenswert erscheinen. Ausbau in ganz Deutschland, da haben wir große Fragezeichen. Wir können es nicht als zielführend sehen, dass man die Standorte nur noch im Norden hat, sondern wir glauben, wenn die Energiewende gelingen soll, muss auch in windschwächeren Regionen die windstärkeren Standorte so viel honoriert werden, dass sie dort ausgebaut werden kann. Da scheint mir im Moment noch keine Klarheit zu sein. Insofern haben wir, ich sage mal, Licht und Schatten zur Bürgerwindparks. Ich sehe die im Moment noch gar nicht so gefährdet. Das ist für uns natürlich ein wichtiges Thema, aber da bin ich auch gespannt, was der Kollege heute noch mal vorträgt, wo denn die größten Fallstricke da liegen werden. Weil nach unserer Analyse ist es durchaus möglich, dass Bürgerwindparks zukünftig gebaut werden. Wunderbar, das werden wir gleich vertiefen. Herr Büchner, bitte, die Perspektive der Industrie, was gefällt Ihnen nicht? Also ist ganz klar und deutlich zu erkennen, und da kann ich ja Frau Müller nur beipflichten, die erneuerbaren Energien sind erwachsen geworden und mit diesem Vorschlag, was da auf dem Tisch liegt, ist ganz klar auch zu erkennen, dass jetzt mehr Verantwortung insgesamt von den Erneuerbaren in dem gesamtsystemischen Ansatz übernommen werden müssen, muss. Und das ist das Gute. Die Überführung, die schrittweise Überführung, Bestandsschutz, ganz normale Dinge, die notwendig sind, um die Investitionen, die getätigt wurden, auch nachhaltig zum Ende zu führen. Das ist ein notwendiges Thema, aber ganz klar, und das ist für mich der Schlüssel in dem neuen EEG-Gesetz, die Vermarktung, die Direktvermarktung der erneuerbaren Energien, damit letztendlich teilhaben an der Gesamtverantwortung. Und das setzt viele Stellschrauben, die momentan ein Stückchen zugedreht sind, frei. Es macht frei für neue Kooperationseinheiten zwischen Erneuerbaren und den hier genannten Backup-Kraftwerken und Erzeugungsanlagen. Es sind aber keine Backup, sondern die sind immer noch diejenigen, die auch über die nächsten 15, 20 Jahre mehr als 50% letztendlich ausmachen in der Erzeugung. Dass das kombiniert wird, dort gemeinsame Kooperationen getätigt werden, dass Investitionen frei werden in Speicher, die heute überhaupt nicht getätigt werden, weil sie sich nicht lohnen. Also mit dieser Direktvermarktungsstrategie ist vieles freigesetzt und wird vieles im Grunde genommen auch gelöst an neuen Innovationen. Was mir fehlt, ist ein Stückchen einfach, es wird zu stark auf das Thema
Ausbau erneuerbarer Prozente gesetzt. Es wird viel zu wenig auf die Systemthematik orientiert und das fehlt auch in dem gesamten Ansatz. Der Herr Barger hat gesagt, dass in einem zweiten Schritt dann das Thema der Versorgungssicherheit in Deutschland und auch in ganz Europa auf dem Programm steht. Aber das ist ein Thema, was mir viel zu kurz kommt, auch in dieser Diskussion. Wenn man das energiepolitische Dreieck, was uns insgesamt nach vorn bringt und was auch das eigentliche Zentrum unseres ganzen Handelns in der Energiewende betrifft, das sind das die drei Komponenten. Die Bezahlbarkeit, da sprechen wir immer drüber. Das muss auch im Einklang sein mit den europäischen Preisen. Die liegen im Haushaltsbereich 40% über dem Europa-Durchschnitt und im Industrie 20%, rund 20%. Das zweite ist die Nachhaltigkeit, dass letztendlich CO2-Ausstoß reduziert wird. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist in den letzten beiden Jahren im Gegenteil gestiegen, um jeweils 2%. Und das dritte ist einfach die gesamte Sicherheit, die Versorgungssicherheit. Und das spielt in der Industrie, nicht nur in der Industrie, aber ganz besonders dort eine ganz wesentliche Rolle, dass letztendlich die Netzeingriffe, die heute von den Transportnetzbetreibern, die Hüter für Frequenz und Spannung sind, vorgenommen werden, dass diese dramatisch steigen, dass die bis zu über 1000 normalen, richtig kräftigen Eingriffen in die Systemstabilität ausmachen in diesem abgelaufenen Jahr, dann sind das Anzeichen dafür, dass wir systemisch das Ganze betrachten müssen. Und alle anderen Dinge, Ausbaukorridore, Ausbau pro Jahr, muss im Einklang passieren zwischen Netzausbau, zwischen Erfordernissen, zwischen Lastschwerpunkten, zwischen den abgeschalteten in den nächsten 8 Jahren. Also Sie würden sagen, das Klassenziel ist in allen Punkten verfehlt bisher? Bitte? Und Sie würden sagen, das Klassenziel ist in allen Punkten bisher verfehlt? Also das, was vorgeschlagen ist, alles in Ordnung und das unterstützen wir. Es gibt einzelne Punkte, die man noch herausarbeiten muss, wo man im Grunde genommen noch diskutieren müsste. Im Besonderen das Thema Offshore aus unserer Sicht, aus meiner Sicht. Aber die Schnittstelle zum Netzausbau und zur Systembetrachtung, die fehlt mir ein Stück. Herr Krischer, Sie gehören einer Partei an, die das erste EEG sehr maßgeblich mitgestaltet hat. Sie sind jetzt in der Opposition, müssen das neue EEG kommentieren aus der Rolle des Oppositionspolitikers heraus auf der anderen Seite. Und das ist vielleicht auch die zweite Komponente und der zweite Teil Ihrer Rolle. Sind Sie im Bundesrat an einer ganz wichtigen Position, um tatsächlich auch das neue EEG mitzuverhandeln? Und wenn Herr Barke eben gesagt hat, wir brauchen die Mehrheiten, dann braucht er auch Sie für ein neues EEG 2.0. Kriegt er Sie denn? Das hängt vom Vorschlag von dem ab, was dann am Ende auf dem Tisch liegt. Und nehmen wir das, was wir jetzt haben. Ja, also ich sag mal, da habe ich jetzt mal 200 Seiten Referentenentwurf auf dem Tisch liegen und da ist einiges dabei, wo man, glaube ich, sehr intensiv drüber diskutieren muss. Und das fängt damit an, dass man erstmal sagt, das, was bisher gelaufen ist, glaube ich, ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Wir haben 25% Erneuerbare und wenn wir vor 10 Jahren hier gesessen hätten, ich weiß gar nicht, ob der BDEW damals schon eine Veranstaltung hatte, und wenn man gesagt, wir kommen mal dahin und erreichen mal 25% Stromerzeugung aus Erneuerbare, man wäre, glaube ich, ausgelacht worden. Das heißt, das, was geschafft worden ist, das ist auf jeden Fall anerkennenswert und jetzt geht es um die Phase 25 bis 50% nach der Systemeinführung, die Systemdurchdringung, die natürlich ein verändertes EEG erfordert, die auch ein verändertes Strommarktdesign erfordert. Und da muss ich ehrlich sagen, da haben wir jetzt einen Vorschlag fürs EEG am Tisch liegen, aber die ganzen anderen Baustellen, die dahinter kommen, wenn ich mir das angucke, was im Koalitionsvertrag zum Strommarktdesign steht, da habe ich ja das Gefühl, da durfte jeder mal aufschreiben, was er zu dem Thema schon mal gedacht hat. Ein Konzept oder so etwas ist da nicht erkennbar. Wir machen jetzt eine EEG-Reform und das ist ja die politische Ansage der Bundeskanzlerin, dass sie gesagt hat, das muss jetzt alles sehr schnell passieren, weil wir müssen die Kosten in den Griff kriegen. Das ist ja richtig, da gibt es Handlungsbedarf, überhaupt keine Frage.
überhaupt kein Thema. Also ich kenne keinen Grünen, der nicht auch sagen muss, da gibt es jetzt Handlungsnotwendigkeit. Nur wenn ich mir dann das angucke, was da vorgelegt wird, und Rainer Barke hat das ja eben, wenn man ihm genau zugehört hat, ja auch offen eingestanden. Mit Reduzierung der Kosten hat das jetzt erstmal gar nichts zu tun, weil wenn ich die kostengünstigste Form der Erneuerbaren und nicht nur der Erneuerbaren, sondern die kostengünstigste Form in Deutschland Strom zu erzeugen, ist Windkraft an Land. Wenn ich die künstlich deckele, ich rede jetzt nicht von Steuerung, sondern künstlich deckele, und wir reden ja da unter Umständen, da gibt es ja die Debatte 2500 brutto oder netto, in ein Korsett zwänge und damit weniger zulasse, als eigentlich möglich wäre, dann ist das aus meiner Sicht ein Stück weit eine absurde Veranstaltung, weil wenn wir brauchen in jedem Fall neue Kapazitäten, das ist ja völlig klar, da muss einiges ersetzt werden. Und dann kann ich es nicht nachvollziehen, dass man ausgerechnet da die Bremse reinlegt. Das ist meines Erachtens ein grundfalscher Ansatz. Er hat das ebenso mit dem schönen Satz gesagt, ja, das ist die Festlegung des Koalitionsvertrages. Das ist eine falsche Festlegung des Koalitionsvertrages, und damit ist eine der Grundvoraussetzungen an der Stelle meines Erachtens nicht erfüllt. Und der zweite wichtige Punkt, und das ist ja das, was jetzt von EU-Ebene kommt, die ganze Frage Beihilfethematik, Industrieausnahmen. Dazu muss man einfach auch immer sich klar vor Augen führen, dass dieses Thema EU auf uns zukommt. Das ist seit mindestens anderthalb Jahren klar. Die Brüsseler haben nicht nur mit Zaunpfählen gewinkt, die sind offen durch die Gegend gefahren, haben gesagt, liebe Leute, ihr kriegt in Deutschland da ein Problem, wenn ihr nicht aktiv werdet. Und die letzte Bundesregierung hat das sträflich an der Stelle versäumt. So, und die letzte Chance, ein Beihilfeverfahren zu vermeiden, wäre eigentlich der Koalitionsvertrag gewesen. Das hat Herr Almunia vielen zum Teil auch öffentlich gesagt, wenn man da eine klare Regelung hätte reingeschrieben, nach dem Motto, wie wollen wir die Industrieausnahmen da gerechter und vor allen Dingen auch zielgenauer gestalten, dass nur die sie bekommen, die sie auch tatsächlich brauchen. Und jetzt diskutieren wir ein EEG rauf und runter, und ich habe das ja immer so jetzt jeden Tag abwechselnd, in einem Tag Herr Gabriel, am nächsten Tag Herr Barke, und versuche immer rauszukriegen, was ist denn jetzt bei dem Thema eigentlich die Position der Bundesregierung? Ich weiß es nicht. Und da kommt dann die Position, wir sind da in Verhandlungen, das ist ja richtig, das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn Gewerkschaften und Arbeitgeber über Löhne verhandeln, dann weiß man, auch wenn man ein Zeitungsleser ist, was die eine und was die andere Seite fordert, was diese Bundesregierung bei dem Thema will, kann ich nicht erkennen. Und das macht es schon schwierig. Wir haben da als Grüne mit unseren Energieministern der Länder einen Konsens angeboten. Wir sind bereit, weil wir meinen, Energiepolitik muss auch nicht an Legislaturperioden sich orientieren, sondern breit getragen werden. Aber dazu muss an ein paar Stellen eine Verbesserung und an manchen Stellen auch erstmal eine Positionsklärung auf Seiten der Bundesregierung stattfinden, die wir bisher nicht kennen. Herr Wuste, Sie haben sowohl bei Herrn Krischer als auch vor allem bei Herrn Andriesen schon aufgezeigt, weil Sie zum Thema Windkraft noch etwas sagen müssen. Ja, also ich denke, wenn man die Diskussion jetzt hier verfolgt, da sind jetzt 3, 4 ganz konkrete Punkte angesprochen worden. Das andere ist dann eher ein politischer Schlagabtausch. Ich will mal versuchen, auf die konkreten Punkte einzugehen und wo wir auch aus Sicht des BDIW, glaube ich, mit der Industrie überhaupt keine Probleme haben. Stichtag 22. Januar, müssen wir was tun? Überhaupt keine Frage. Also Anlagen, die angearbeitet sind, wo emissionsschutzrechtliche Genehmigungen vorliegen, müssen weiter gefördert werden. Und ich denke, da sind wir mit der Industrie einig, Herr Andriesen, da müssen wir darum kämpfen, dass wir da eine andere Lösung nochmal hinbekommen. Die Deckelung von 2500 MW ist eine Scheindiskussion, die hier geführt wird. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, sind wir nie über 2500 MW Zubau pro Jahr hinausgekommen. Also diese Diskussion zu führen, ja, es ist aber so. Ich habe sie auf der Liste, Diese Herr Diskussion, Krischer, würde ich einfach sagen, ist eine Scheindiskussion. Wenn wir wirklich pro Jahr 2500 MW hinbekommen, denke ich, ist das eine sehr gute Entwicklung. Wenn wir uns die Kostenseite angucken, und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass Herr Barke da sitzt, wo er sitzt, weil er die Dinge mit sehr hoher Kenntnis herausarbeitet. Er hat gesagt, die ersten 150 Terawattstunden, das sind 150.000 MW bei einer Jahreshöchstlast in diesem Land von 80.000 MW, haben uns 17 Cent gekostet. Also ja, das EEG ist eine Erfolgsgeschichte, aber die ganze Geschichte kostet uns 200 Milliarden Euro, in diesem Jahr 23 Milliarden Euro, und sie muss ja nun mal irgendwo finanziert werden. Und wenn die Zielsetzung der Bundesregierung ist, die nächsten 10% für 9 Cent hinzukriegen,
dann bewegen wir uns, da hat er vollkommen recht, auf Dauer auf den Ausbaukosten von konventionellen Kraftwerken. Und wenn wir diese Entwicklung erreichen, dann denke ich, kann die Energiewende, und das muss sie werden, auch ein Erfolgsmodell für Europa und darüber hinaus werden, weil wir dann den Nachweis erbringen können, dass Erneuerbare auf dem Kostenniveau gebaut werden können wie konventionelle Anlagen. Und ich denke mal, das muss unsere ganz, ganz klare Zielsetzung sein. Letzter Punkt von meiner Seite, den muss ich noch kurz ansprechen, weil da haben wir einen diametralen andere Auffassung als Teile der Industrie. Wir wünschen und wir wollen ein Ausschreibungsmodell, weil wir glauben, dass wir anders die Kostenentwicklung und die Kostendynamik nicht durchbrechen können, als größere Lose auszuschreiben, als auch dort in industrielle Standards hineinzukommen. Das heißt nicht, Herr Andresen, das will ich nochmal deutlich sagen, dass diese Modelle nicht so gestaltet werden können, dass insbesondere Bürger und Bürgerwindparks dort zum Zuge kommen sollen. Also genau dort muss ja am Ende auch das Geld mobilisiert werden, damit wir überhaupt in der Lage sind, solche Projekte auch am Ende zu finanzieren und darzustellen. Also wenn ich die Diskussion bis jetzt verfolge, haben wir einen Dissenspunkt und das ist in der Tat die Frage der Ausschreibung. Und da wünscht sich der BDEW und wünschen sich die Mitgliedsunternehmen im BDEW, und das haben wir auch Herrn Gabriel und Herrn Barke sehr klar gesagt, dass dieses Thema Ausschreibung schneller kommt, als es derzeit im Referentenentwurf ist und dass wir uns nicht auf eine Photovoltaik-Großflächenanlage konzentrieren, sondern dass wir in der Tat 100, 200 MW Wind in Deutschland ausschreiben, damit wir einfach wissen, ob Ausschreibungsmodelle auch wirklich kostengünstiger sind. Vielleicht kommen wir zum Ergebnis, dass das gar nicht funktioniert. Und dann müssen wir da nochmal neu nachdenken und einen neuen Weg gehen. So viel als erste Anmerkung. Frau Günther, Herr Krischer, Herr Andresen. Ja, also nach den uns vorliegenden Zahlen war schon im letzten Jahr 2750 MW wurde ausgebaut. Genau. Das war ein Peak. Aber man muss natürlich berücksichtigen, dass im Moment das nach oben weist. Es kommt immer darauf an, welche Basiszahlen man nimmt. Und wenn man Brutto-Netto nimmt, jetzt kommen die ganzen Windanlagen, die rauslaufen. Und wenn man dann noch sagt, man möchte es brutto machen, dann ist es eine deutliche Abbremsung. Und dagegen müssen wir, glaube ich, wenn wir an der Energiewende interessiert sind, wirklich nochmal was verändern. Ausschreibung, ich glaube, das ist eine Frage auf der Zeitschiene. Also wir würden jetzt Ausschreibungen für Windanlagen nicht bevorzugen, sondern halten es für verfrüht. Zumal, wenn man sagt, man macht es an einem Beispiel von PV-Freiflächen. Das halten wir nicht für das geeignete Pilotverfahren, um auch für Wind das durchzuführen, weil es da ganz andere Fragen von Investitionsvorlauf etc. gibt. Insofern ist Ausschreibungsverfahren vielleicht perspektivisch eine Option, aber augenblicklich nicht ausgereift. Es ist ein striktes Mengensteuerungsinstrument, wie wir es augenblicklich noch nicht brauchen. Und es würde zu viele Brüche in den System. Wir haben jetzt den Ausbaukorridor. Wenn Sie sagen, Sie möchten es noch früher als 2017, da würde jetzt der Ausbaukorridor praktisch dann ein Jahr laufen oder gar nicht laufen. Das ist ja nochmal die Frage. Also Sie wollen jetzt schon auf Ausschreibung. Obwohl wir, also ich möchte daran erinnern, in Frankreich macht man das. Da hat man ein Ausschreibungsverfahren für Solar 60 Seiten. Da wünsche ich viel Glück bei diesen ganzen Details, die da zu berücksichtigen sind, wo wir keine Erfahrung haben. Wenn wir diesen, das würde ich als Systembruch bezeichnen, wenn wir das jetzt einleiten, wäre es in Gefahr, dass der Ausbau der Erneuerbaren wirklich weitergeht. Und das würden wir zum jetzigen Zeitpunkt keinesfalls unterstützen können. Herr Krischer. Also ich finde, und das war jetzt wieder die Kostendiskussion, da kommen immer diese Beträge 200 Milliarden oder 23 Milliarden pro Jahr. Das ist ja alles richtig. Wir haben eine Umlage und die Anlagen müssen vergütet werden. Doch wir kriegen dafür erstmal eine nachhaltige Energieversorgung und zum Zweiten macht das 25% Stromanteil aus. Und wenn wir ehrlich diskutieren würden, dann würden wir das ja in Vergleich setzen und würden sagen, naja, wir gucken mal nach Großbritannien, was die dafür haben, Atomkraftwerke, 11 Cent die Kilowattstunde auf 35 Jahre plus Inflationsausgleich plus Freistellung von den Entsorgungskosten. Wenn das die Alternative ist, dann muss man da ganz anders, glaube ich, drüber reden und dann stellt sich das Ganze auch in einem anderen Licht dar. Dann die Frage Ausschreibung. Ich lese da jetzt, 2017 soll ausgeschrieben werden. Mir kann keiner erklären, ich kenne auch kein, auch nur ansatzweise durchdachtes Modell, wie das funktionieren soll. Also wir reden ja über Projekte, die 3-4 Jahre Planungsvorlauf haben.
So, und wenn man das ernst meint, was da an Ausschreibung vorgeschlagen ist, dann heißt das, dass wir im Sommer ein EEG dann möglicherweise verabschieden und spätestens im September dann anfangen, das EEG 3.0 zu machen. Weil wenn man das 2017 am Laufen haben will und man die ganzen Prozesse vorher kennt, fängt man dann wieder an. Das halte ich für keinen sinnvollen Ansatz. Wir müssen uns dem Thema Ausschreibung nähern. Da bin ich ja durchaus richtig, dass man mal das ein oder andere versuchen kann. An einer bestimmten Stelle, Freiflächen, Photovoltaik, da passiert im Moment sowieso nichts mehr. Da kann man in der Tat mal drüber nachdenken, ob man das mal ausprobiert. Aber zu sagen, wir bringen den Windenergie jetzt Ausbau auf ein Ausschreibungsmodell, ohne dass auch irgendjemand, sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch innerhalb der Gesellschaft und überhaupt, auch wenn ich ins europäische oder internationale Ausland gucke, sagen könnte, wie soll das denn in Deutschland funktionieren, dann finde ich das etwas vermessen. Und das hat mit einer Energiewende, wo wir sagen, wir wollen die kostengünstigste, kosteneffizienteste Form der Erneuerbaren voranbringen, ist das meines Erachtens kein zielgerichtetes Vorgehen. Aber was würde das denn heißen, wenn man das Ausschreibungsmodell, wenn man damit wartet, hat man dann eben nicht wieder diese Überinvestitionen möglicherweise in den nächsten, also kurzfristig und dann danach eben nicht mehr? Ist das nicht, ist keine Gefahr? Wir haben ja die Ausbaukosten. Frau Günther. Wir haben doch keine Überinvestitionen. Es geht darum, die Frage, sag mal, wir müssen fossile Kraftwerkskapazität ersetzen. Das ist Energiewende. Wir wollen Stück und Stück für Stück, da kann man über das Tempo jetzt streichen, Erneuerbare weiter voranbringen. So, dann nutze ich doch das effizienteste Instrument, das sagt die EU-Kommission im Übrigen selber, wenn man in dieses Beihilfeverfahren reinguckt, steht, das ist bisher europaweit das kosteneffizienteste Instrument, um Windenergie an Land und Photovoltaik voranzubringen. So, dann kann ich natürlich sagen, es kann immer noch besser werden, wir können vielleicht in Zukunft, und ich bin durchaus der Meinung, wenn wir mal bei 75% erneuerbare Energien, dass wir dann andere Instrumente brauchen, dass es dann auch keinen Sinn mehr macht. Aber im Moment muss es doch darum gehen, bei 25% möglichst viele Kilowattstunden kosteneffizient und kostengünstig zu erzeugen. Und da habe ich zum Beispiel auch im EEG, verstehe ich nicht, warum man beispielsweise die Vergütung zurückfährt. Das ist an vielen Standorten richtig. Aber man fährt sie zum Beispiel an den windstärksten Standorten, wo wir wahrscheinlich hier alle einer Meinung sind, dass da im Moment durchaus Luft ist. Da fährt man sie weniger zurück als an den mittleren Standorten. Erschließt sich mir auch nicht die Logik. Man konzentriert man es dann doch. Lass uns noch ein kleines bisschen bei der Frage der Ausschreibung bleiben. Dazu kurz noch Herr Wuste und dann Herr Andresen. Ja, vielleicht, dass wir das noch mal in den richtigen Rahmen stellen. Die Ausbaukorridore, die festgelegt worden sind, sind eine politische Entscheidung. Und jedes System, was wir haben, entweder Produce and Forget über das EEG oder über ein Ausschreibungsmodell, muss diese Ziele 1:1 erreichen. Also es geht nicht darum, 2500 MW Zubau abzuwürgen, sondern genau diese 2500 MW oder mehr, das ist wie gesagt eine politische Entscheidung, zu erreichen. Worum es im Rahmen der Ausschreibung geht, und deswegen wollen wir nicht sofort umstellen, das geht überhaupt nicht. Sie haben vollkommen recht, wenn wir uns die europäischen Erfahrungen ansehen, sind die mehr negativ denn positiv. Das heißt, wir müssen es besser machen, wenn wir es denn machen wollen. Warum Ausschreibung? Weil wir sagen, der Ausbau der Erneuerbaren und der Ausbau der Netze muss stärker synchronisiert werden, als es momentan stattfindet, weil da ein relativ großer Kostenfaktor liegt, der auf uns zukommt. Herr Barker hat das in seiner Rede ja auch mit angedeutet. Und wir glauben, dass durch solche Ausschreibungsmodelle wir den Zubau von Wind günstiger erreichen können, als es momentan der Fall ist, unter den Rahmenbedingungen, die politisch gesetzt sind. Das ist erstmal eine Erklärung, die kann man hier oben abgeben. Wir wissen es alle nicht. Und deswegen plädieren wir dafür, ein Pilotprojekt frühzeitiger zu machen als 2017 und nicht im Photovoltaikbereich. Okay, dann brauchen wir dieses Pilotprojekt nicht. Haben wir das jetzt auch nochmal richtig gestellt und zurechtgerückt. Es geht eben um das Pilotprojekt. Herr Andresen, dann Herr Büchner und dann, meine Damen und Herren, sind Sie sehr eingeladen, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Herr Andresen. Thema Ausschreibung. Wir haben größte Bauchschmerzen, weil wir im Moment gar nicht erkennen können, wie diese Ausschreibung in Wirklichkeit durchgeführt werden soll. Im Moment haben wir halt mit unseren Vorlaufkosten, die durchaus sechsstellige Summen je Anlage verursachen, ist für uns die ganz offene Frage, wenn Vorlaufkosten entstanden sind und ich habe nachher beim Ausschreibungsverfahren verloren, wie soll ich das meinen Bürgern erklären, wenn sie diese Kosten de facto in Sand gesetzt haben? Aber Herr Andresen, ist das nicht das, was auch geplant ist, dass eben alle unternehmerisch
kalkulieren. In dem Moment, ich vertrete Bürgerwindparks, ist es für einen Bürgerwindpark nicht mehr darstellbar. Das kann ich in den Regionen nicht mehr erläutern. Wir sind mit Sicherheit bereit, uns das Einordnungsmodell mal anzuschauen. Wir sind auch bereit, unsere Kosten sehr transparent darzulegen. Wir sind auch bereit, darüber nachzudenken, ob man die Degression in dem einen oder anderen Fall mal in der Zukunft anpassen soll. Aber wir müssen, bevor wir so eine Ausschreibung final beantworten können, müssen wir doch den Rahmen kennen und müssen unsere Chancen abschätzen können. Im Moment sehen wir unsere Chancen dicht bei null. Das für uns Bürgerwindparks. Also Sie würden sagen, in einem Ausschreibungsmodell würden Sie verglichen mit jeder anderen Unternehmenskonfiguration notwendigerweise den kürzeren ziehen? Also nach derzeitiger Sicht würde ich sagen, Bürgerwindparks würden an Ausschreibungen kaum teilnehmen können. Und wenn sie teilnehmen würden, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie verlieren würden. Würde das heißen, dass sie nicht wettbewerbsfähig sind? Wir sind die wettbewerbsfähigsten, die es bis jetzt gegeben hat, um das ganz deutlich zu sagen. Ja. Denn ich habe in den letzten 25 Jahren nie mehr als 9 Cent je Kilowatt bekommen, also, wenn ich das mal so ganz deutlich sagen darf. Die Rahmenbedingungen, wie es bis jetzt gewesen sind, sind aus unserer Sicht vollkommen in Ordnung. Eine Ausschreibung bedingt aus unserer Sicht, ganz deutlich gesagt, eine gewisse Umverteilung, obwohl wir uns sehr, sehr wettbewerbsfähig fühlen. Wo Sie mich so ein bisschen kitzeln, will ich durchaus noch einen Punkt hinzufügen. Wir als Verbund der Windmüller, ich nenne durchaus die AG Netz mal als einen Verbund von über 3000 Megawatt, wir kümmern uns seit 5 Jahren um Systemlösungen, um Speicherlösungen, um Direktvermarktung, um Netzausbau. Die Anreize würden von der Politik uns durchaus noch fehlen, die uns da noch weiter voranbringen. Wir haben die Patentlösung haben wir in der Tasche, ich weiß nicht, ein bisschen überzogen, aber wir können Lösungen anbieten. Wir müssen nur die Anreize der Politik vorfinden, um in die richtigen Richtungen gesteuert zu werden. Vielen Dank. Herr Büchner? Ja, ich unternehme nochmal den Versuch, das ein klein wenig von dem Kostenthema und von dem Thema, was die Politik beschreibt, in das Systemische, in das Physikalische zu überführen. Deutschland hat zwischen 40 und 80 Gigawatt verbraucht. Das hängt ab von der Tageszeit, Jahreszeit, vom Wochentag, zwischen 40 und 80 Gigawatt. Nicht weniger als 40, im Durchschnitt nicht mehr als 80. Die installierte Kapazität, letztendlich auch alleine erneuerbar, liegt momentan bei 87 Gigawatt, also wesentlich mehr als der Spitzenverbrauch Deutschlands im Jahr 2013. Dass jetzt darüber nachgedacht werden muss, wie man sinnvoller, wie die Erneuerbaren erwachsen geworden sind, wie kann man das sinnvoller systemisch in ein Netz, in das bestehende Netz einbauen, in das Netz, was notwendig ist, einbauen, an die Stellen, wo Kraftwerke in den nächsten Jahren abgeschaltet werden, seit 2011 bis jetzt, das ist also über 3 Jahre, hat sich nichts getan. Die damals abgeschalteten Kernkraftwerke sind abgeschaltet und die laufen. So, also in den 3 Jahren hat sich systemisch letztendlich erstmal, was Grundlast, was Kurzschlussleistung betrifft, was Systemstabilität betrifft, in dieser Beziehung nichts geändert. Der Anteil der fossilen Kraftwerke an der Erzeugung ist letztendlich gestiegen. Sogar 25% Erneuerbare sind angekommen, aber 75% sind andere 75%. Und jetzt komme ich darauf, und mit diesen Systemen, Ausschreibungen, kann man ein Stückchen weit das Ganze mehr koordinieren, mehr aufeinander abstimmen, die Standorte letztendlich, wo Energie gebraucht wird, wo man vielleicht auch Netzausbau ein Stückchen weit einsparen kann, das kann man alles etwas strukturierter und Projektmanagement getriebener angehen. Insofern ist das der richtige Weg. Und man muss einfach diesen Schritt tun, dass man jetzt mehr die Verantwortung in dem Ausbau, ob jetzt 2,5, das ist in Ordnung, Gigawatt pro Jahr, das ist in Ordnung, ob 2,4 oder 2,6, das würde ich jetzt gar nicht mal als das Wesentliche ansehen, aber dass man das dorthin stellt letztendlich und dort ausschreibt, wo es notwendig ist. Noch ein weiteres Beispiel, wenn die Direktvermarktung ansteht, dann muss ja diese Energie auch zum Verbraucher kommen. Heute kommt vom Norden in den Süden die Energie großenteils nicht über die deutschen Netze, sondern über die Netze Polen und Tschechien nach Süden. Ist das der Weg? Ist das der richtige Weg, den wir anstreben? Oder sollten wir erstmal in Deutschland das Ganze selber lösen? Denn die Polen haben angekündigt, ihre Grenzen zuzumachen, Phasenschieber letztendlich zu errichten, um insgesamt, wenn erneuerbare Energien im Überfluss da sind, das nicht über ihre Netze ziehen zu lassen. Das sind alle Dinge, die müssen wir betrachten und das spielt letztendlich ein klein wenig mit in die Thematik rein, erneuerbares Energiengesetz, Ausschreibung, Korridore, wie, an welcher Stelle wird ausgebaut. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Fragen, Anmerkungen und Bemerkungen. Ich darf
die Gelegenheit nutzen, Sie nochmal auf die Zettel aufmerksam zu machen, die in Ihren Tagungsunterlagen liegen, deren Sie Lust haben, sich daran zu beteiligen. Ich sehe im Moment, doch, bitteschön, die Dame in der dritten Reihe und gerne danach. Vielen Dank, Silvia Pilarski-Grosch, Präsidentin Bundesverband Windenergie. Zum einen vielleicht noch mal zu den Zahlen. 2013 haben wir 2.998 Megawatt installierte Leistung in Deutschland gehabt. Und da waren die Länder Baden-Württemberg und Hessen noch nicht beteiligt und die wollen ja auch in Windenergie an Land ausbauen. Aber das nur zur Klarstellung. Natürlich trifft uns insbesondere in der Diskussion, das haben wir ja auch gehört, das Thema Ausschreibung. Schön, dass wir uns einig sind darüber, dass es negative Erfahrungen international gibt und dass wir es, wenn überhaupt, da haben wir eine andere Position, besser machen müssten. Und ich würde es sogar noch akzeptieren zu sagen, Ausschreibung will man machen politisch, um eine bessere Abstimmung, Netzausbau und Ausbau der Erneuerbaren zu bekommen. Ich glaube, die Kostendebatte, da sind wir uns einig, es wird nicht billiger mit der Ausschreibung. Dann muss ich mich doch aber fragen, wie soll das mittels der Ausschreibung funktionieren? Das hatten Sie ja als Möglichkeit genannt. Wir bräuchten auch dann ganz klare Pläne, Allokationspläne, wo soll was hin, welches Netz soll wie ausgebaut werden. Und das sehe ich nicht und das sehe ich auch in absehbarer Zeit nicht in Deutschland, in den Bundesländern. Wenn wir das hätten, könnten wir nämlich diese Probleme auch über Landesplanung und Regionalplanung lösen. Windenergie an Land wird nur in ausgewiesenen Vorrangflächen ausgebaut. Also von daher kann ich immer noch nicht erkennen, wie es auch für diesen Bereich durch Ausschreibung besser werden soll. Vielen Dank. Dann habe ich eine Wortmeldung in der zweiten Reihe, die würden wir noch mitnehmen und... Vielen Dank, Christian von Bötticher, mein Name, ich komme aus Hamburg, bin dort Anwalt für Energiewirtschaftsrecht und berate unter anderem die AG Netz. Ich möchte zunächst in dasselbe Horn stoßen. Ich finde es ja bemerkenswert, dass eine solche Euphorie über Ausschreibungsmodelle herrscht, die man noch gar nicht abschätzen kann. Aber diese Euphorie haben Sie jetzt hier auf dem Podium nicht gehört, außer von Herrn Wuste, oder? Ja, von Herrn Wuste, den spreche ich auch ganz konkret an, weil ich ja auch weiß, dass er nicht der Einzige ist. Der VKU hat sich ja auch ganz stark dahinter gestellt, dass es solche Ausschreibungsmodelle gibt. Wir haben Ausschreibung onshore überhaupt nur in Italien. Wenn man dort einmal guckt, wie dort die Lage ist, dann sieht man, dass es internationale Konsortien sind, die den Zugriff bekommen. Und vor dem Hintergrund kann man vielleicht auch verstehen, warum Herr Andresen ein bisschen nervös wird, wenn er das sieht. Ich glaube, alle sind entspannt, wenn es ein anderes Rechtsregularium geben könnte. Vor dem Hintergrund von Europarecht beispielsweise und dem Eigentumsverhältnis in Deutschland, die halt anders sind als in Südafrika, anders in Arabien, wo es gemacht wird, kenne ich keinen Juristen. Großkanzleien, Nachbarkanzleien von uns Taylor Wessing, die sich damit beschäftigt haben, alle sagen im Augenblick, die rechtlichen Probleme vor den Maßgaben, die Sie gerne alle hätten, sind völlig ungelöst. Und darum muss ich mal sagen, sich jetzt so darauf festzulegen, wir brauchen das ganz schnell, 2017 soll es da sein oder vielleicht noch eher, halte ich vor dem Hintergrund der völlig ungelösten Rechtsfragen für ziemlich gefährlich. Ein letzter Punkt, den ich einführen wollte, ist die Frage der Absenkung der Vergütung bzw. der Anhebung der Vergütung, denn wir haben ein Stück weit beides. Wir haben eine Umverteilung in den jetzigen Vorschlägen von Norden nach Süden. Wir haben die schwächeren Standorte, 77,5% Standort ist der, der am besten bei dieser Umverteilung abschneidet. Dort liegen in Zukunft die Vergütungen am nächsten zu der Kostenkurve. Bei 100% Standorten, 95-100% Standorten, liegt die Vergütung am weitesten weg von der Kostenkurve. Das heißt, wir haben einen Marktanreiz, einen betriebswirtschaftlichen Anreiz durch die Förderung an 77,5% Standorten zu bauen, der volkswirtschaftlich natürlich eigentlich unsinnig ist. Und ich kann es auch nicht gegenrechnen gegen die Netzkosten, denn die Bundesnetzagentur und auch die DENA haben ganz deutlich gesagt, den Netzausbau brauchen wir von Norden nach Süden ohnehin, unabhängig von der Frage, wo jetzt stärkerer Zubau erfolgt, weil wir neue Netze brauchen, wir brauchen intelligente Netze. Das heißt, man kann nicht einfach Ausbau im Süden Gegenrechnung gegen die großen Strom lassen. Ich wollte es nur an dieser Stelle anmerken. Vielen Dank, Herr von Bötticher. Wir haben also eine starke Lobby des Nordens, ganz offensichtlich hier. Herr Wuste, Sie müssen dazu Stellung nehmen und dann Frau Günther, bitte. Sie haben eben ja schon gesagt, dass Sie das gar nicht so sehen, dass Bürgerwindparks
tatsächlich benachteiligt wären in Ausschreibungsmodellen. Vielleicht gehen Sie da nochmal in die Details. Ja, vielleicht erster Punkt, dass ich das auch nochmal klarstelle, Deckelung 2500 MW. Man muss in der Tat darüber diskutieren, brutto oder netto. Das tun wir auch. Also ich glaube, da haben wir keinen Dissens an der Stelle. Ausschreibungsmodell, ich finde immer gut, das ist eine typische deutsche Art. Wir diskutieren über etwas, was wir überhaupt noch nicht ausprobiert haben. Und ich muss sagen, ich glaube, wir haben bei vielen anderen Projekten Ausschreibungserfahrung in diesem Land. Und wenn wir Wettbewerb wollen, das will ich nochmal deutlich sagen, und wir wollen Kostendegression, dann müssen wir uns einfach auch mal so einem solchen Pilotprojekt bereit sein zu nähern und zu gucken, ist es denn wirklich kostengünstiger? Ich habe mich hier oben nicht hingestellt und habe behauptet, dass es so ist. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir es nicht tun, werden wir es nie wissen. Das muss man auch klar sehen. Okay, und wenn ich auf Herrn Andresen... kassieren wir jetzt das Bashing des Publikums und sagen, Ich wollte nur auf Herrn Andresen nur eingehen, weil ich das ja für absolut richtig halte. Auch die in Gänsefüßchen Ängste, die da sind, die man ernst nehmen muss. Nur auf der anderen Seite, ich glaube, viele in der Industrie gucken auf Sie und sagen, die haben es hingekriegt. Sie haben einen Verbund von 3000 MW, Sie haben eigene Umspannwerke gebaut, Sie haben eigene Speichertechnologien integriert. Stellen Sie sich doch einfach dieser Entwicklung und diesem Markt. Und Sie werden schon die Chance haben, in diesem Markt zu bestehen. Da bin ich mir absolut sicher. Aber ich will nochmal deutlich sagen, wir wollen ja nicht hingehen und sagen, von einem Tag zum anderen schreiben wir 2500 MW in Deutschland aus. Das wird nicht funktionieren, das wird wahrscheinlich ausgehen wie ein großer Flughafen, der in der Nähe gebaut wird. Also das will ja niemand. Aber warum wehrt man sich gegen ein Pilotprojekt? Also da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Wenn wir in der Tat mal 100 MW ausschreiben, in der Nähe einer Netzinfrastruktur, die auch in der Lage ist, diese Mengen ohne Probleme aufzunehmen, warum wehrt man sich dagegen? Wenn wir zum Ergebnis kommen, dass es nicht, ich soll ja nicht bashen hier, aber wenn es das Ergebnis ist, dass es nicht günstiger ist, ja, dann wissen wir es in Zukunft oder lassen wir es. Wenn es aber in der Tat zu Kostendegression führt, dann wissen wir doch, dass es der richtige Weg ist. Wunderbar. Frau Günther, bitte. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Zumindest habe ich Sie am Anfang so verstanden, dass Sie so schnell wie möglich flächendeckend ein Ausschreibungsmodell einführen wollen. Nein, es geht um ein Für ein Pilotprojekt haben Sie unsere Unterstützung. Dankeschön. Wunderbar. Das hat sich ja gelohnt heute. Aber nur, das hat sich, ich sag mal, für mich am Anfang total anders angehört. Deshalb war ich auch ziemlich irritiert. Deshalb habe ich gesagt, ich bin gespannt auf die Erfahrungen oder Ausführungen von Ihnen. Wir haben jetzt erstmal nicht gesehen, dass Bürgerwindparks so gut, wie die aufgestellt sind, ökonomisch, als auch mit der Nähe zu den Entscheidungsträgern, die oft viel intensiver ist als jetzt jede Industrie, die da mal aufläuft, dass da große Probleme bestehen könnten. Ich lasse mich aber gerne belehren. Das ist es, was ich am Anfang gesagt habe. Nur für uns war es jetzt aus der Perspektive, wo uns es sehr wichtig ist, dass der Bürger weiter finanziell an dieser Energiewende beteiligt ist, partizipiert, weil es auch die Grundvoraussetzung ist, dass die Akzeptanz erhalten bleibt, dass das nicht erodiert. Und insofern sage ich nach unserer Analyse, es muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sehen wir keine Gefahr. Wenn Sie mich da aufklären, bin ich lernfähig. Das wird Herr Andresen gleich tun. Herr Krischer, vielleicht können Sie... Sie haben sich auch zu Wort gemeldet, Ihre Wortmeldung verbinden mit einer Würdigung der Bedenken von Frau Pilaski-Grosch, die ja sagt, und auch von Herrn von Bötticher, die ja beide sagen, es gibt ein Steuerungsproblem. Wenn man, wie die Bundesregierung, Windenergie in Zukunft da besonders ausbauen will, wo der Wind eben nicht mehr so stark weht, aber möglicherweise der Verbrauch größer ist, dann diskriminiert man den Norden und die Netze würde man doch eh brauchen. Ja, das ist ja der entscheidende Punkt, dass wir möglichst dezentral und flächendeckend das ermöglichen. Und wenn wir sagen, also Modellprojekt habe ich auch kein Problem mit. Nur im Aber die Energiewende kann man nicht mit lauter Modellprojekt machen. Ja, aber im Eckpunktepapier der Bundesregierung steht ja nur drin, ab 2017 wird ausgeschrieben. Punkt. Das ist ja was völlig anderes. So, insofern bin ich ja froh, wenn da schon die Erkenntnis ist, dass man das nicht machen kann. Ich nehme inzwischen auch die Vertreter der Bundesregierung so wahr, dass sie gemerkt haben, naja, so wird das alles nicht funktionieren. Da stellt sich doch schon die erste Frage, weil Sie haben gerade eben so im Nebensatz gesagt, ja, da können wir das regional steuern. Wie soll das denn stattfinden? Dann sagen wir, gut, wir machen das jetzt in der Eifel und im Westerwald nebenan, da wird nichts gemacht oder wie? Also dann fängt man an, am Ende... Und ich kenne den Föderalismus ja in Deutschland, dann 16 Quoten für Erneuerbare zu machen. Ja, aber so wie man es jetzt hat, Herr Krischer, funktioniert es doch auch nicht auf die Dauer.
Bitte? So wie man es jetzt hat, funktioniert es doch auf die Dauer auch nicht. Also wir haben jetzt einen Ausbau der Erneuerbaren. Wir müssen die Anreize setzen, dass an den Standorten, dass an den guten Standorten im Süden ausgebaut werden kann, wo bisher nichts passiert ist. Das muss stattfinden. Wir können im Norden ein bisschen runtergehen, weil ich glaube, da war zu viel. So, und dass man mit einem vernünftig gestalteten Referenzertragsmodell... Aber ist das nicht genau das, was im Gesetzentwurf auch steht? Nein, der steuert an, das ist ja gerade eben beschrieben worden, dass es da nun wieder die Anreize an den interessanten Standorten wird teilweise sogar weniger gekürzt wie an mittleren Standorten. Das ist meines Erachtens an der Stelle noch nicht ausgegoren. So, die Frage war aber ja nach Ausschreibung. Was soll denn der Mehrwert bei Ausschreibung sein? Ich kann das im Moment bei den Erfahrungen, in Europa gibt es keine positiven Erfahrungen und dann kann ich im Moment außerhalb eines Modellversuches nicht erkennen, was das uns mehr bringt. Aber wir haben uns ja hier jetzt schon auf den Modellversuch geeinigt. Also ich glaube, da können wir jetzt einfach, das können wir hier begraben. Wenn wir hier an der Stelle einig sind, dass die Bundesregierung an der Stelle an einer fundamentalen Frage falsch liegt, dann ist das ja schon mal gut. Ich glaube, so würde das hier, würden die anderen das hier nicht formulieren. Ich glaube, das würde zu weit gehen, wenn wir diese Einigung hier erzielt hätten. Ich habe noch Herrn Andresen, dann Frau Günther, dann habe ich nur eine Wortmeldung in der vierten Reihe und würde das auch mit einem Last Call verbinden vor dem Mittagessen. Also wenn Sie vor dem Mittagessen noch etwas anderes loswerden wollen als Ihre Zettel, müssen Sie sich jetzt bitte dann auch melden. So, ja, Herr Andresen, bitte. Zwei kleine Punkte, oder kleine Punkte sind es natürlich nicht, zwei große Punkte. Das Thema Ausschreibung habe ich wohl zur Kenntnis genommen, dass es ein Pilotprojekt sein soll. Das ist für mich jetzt auch eine neue Erkenntnis. Herr Andresen, tun Sie mir den Gefallen. Schneller. Also Pilotprojekt können wir beleben. Wir fühlen uns wettbewerbs- und stark genug, um daran teilzunehmen, wenn die Rahmenbedingungen vernünftig ausgestaltet sind. Das würden wir uns gerne mit angucken. Da würden wir gerne mitwirken an diesem Modell. Und wie gesagt, bei der Preisdiskussion lehnen Sie sich an die Windkraftstudie an, die hat die Stromgestehungskosten für ganz Deutschland abgebildet. Da sind Sie mit Sicherheit gut aufgehoben, wenn Sie sich die anschauen. Damit würde man die Diskussion wesentlich entschärfen können. Frau Günther. Ja, es hat jetzt irgendwie die Diskussion so ausgesehen, als gäbe es eigentlich nur zwei Alternativen, wenn man Veränderungen will. Wenn man sagt, vom EEG möchte man weiterentwickeln, man macht entweder verpflichtende Direktvermarktung, dann gleitende Marktprämie oder Ausschreibung. Das ist ja nicht die einzige Alternative, sondern unser Weg wäre eigentlich, wenn ich das vielleicht mal proaktiv sagen kann, verpflichtende Direktvermarktung, gleitende Marktprämie, dann zur fixen Marktprämie und in diesem längeren Zeitraum, vielleicht 10 Jahre, ohne mich jetzt darauf festnageln zu wollen, kann man Erfahrungen zu Ausschreibungen machen. Nur das muss man sehr sorgfältig machen, weil es ist ja schon angeklungen, es ist nicht trivial. Entweder man hat eine Ausschreibung und dann haben wir nur noch Wind im Norden oder wir haben 25 verschiedene, die ist auch nicht effizient. Vielen Dank. Dann hätte ich Sie bitte, Sie haben sich zu Wort gemeldet, wenn Sie noch mal ein Zeichen geben und sonst sehe ich... Dankeschön. Mein Name ist Thomas Barth. Ich leite bei der Europäischen Branchenvertretung Eurelektrik das Thema Marktdesign und erneuerbaren Integration in den Markt. Auch das Thema Ausschreibung. Das ist eines der zentralen Themen auf europäischer Ebene. Und ich möchte nur eines, nicht Bashing machen, aber klarstellen. Es gibt erhebliche Erfahrungen. Es gibt in Europa, Italien, Polen denkt nach, Niederlande hat es, England führt es vielleicht ein und Portugal vielleicht auch. Es gibt aber darüber hinaus ganz wichtige Erfahrungen außerhalb Europas. Da müssen wir auch mal hinschauen. Brasilien hat ein System eingeführt, das ist wunderbar für Unternehmen, die was Neues investieren wollen. 100%ige Kostenerstattung, an sich ein Paradies für jeden neuen Investor. Aber die machen Ausschreibung und haben damit einen gigantischen Preisreduktionserfolg bei Wind Onshore erreicht. Das heißt von ungefähr 70 Pfund pro Megawattstunde auf 28. Da schaut gerade Engel. Wir müssen sowas vergleichen. Ich sage nicht, dass das alles bei uns funktioniert, aber wir müssen das ganz ernsthaft in Betracht ziehen. Es gibt hervorragende Erfahrungen, die vielleicht auch in Europa funktionieren, vielleicht auch in Deutschland. Und deswegen sollten wir schon sagen, wir müssen unbedingt Wege gehen in Europa, da ist die ganze Branche sich einig in dem Fall, die zu mehr Wettbewerb führen. Und Ausschreibung ist ein ganz vielversprechender Weg. Deswegen bin ich sehr froh, dass die Bundesregierung sagt, wir wollen das ganz ernsthaft prüfen. Und wenn der Modellversuch sich halbwegs bewährt, auch vertiefen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hatte ja eigentlich gehofft, wir würden das Thema jetzt irgendwie damit die Kurve kriegen, aber ich sehe das schon, Ihre Leidenschaft ist bei der Frage der Ausschreibung nach wie vor. Ich habe noch eine Wortmeldung hinten links und dann sehe ich aber, und Sie dann gerne noch, und dann machen wir aber auch Schluss. Lochmüller Energie von Nürnberg. An den Herrn Grischer hätte ich eine Frage. Sie haben gesagt, Sie hätten gerne einen anderen Referenzertrag. Darstellung, welche hätten Sie denn gerne, um die windstarken Standorte
in Anführungszeichen anders zu behandeln. Dankeschön und bitteschön. Ja, Aribert Peters, Bund der Energieverbraucher. Also ich habe noch ein Problem mit der besonderen Ausgleichsregelung, weil die 5 Milliarden Euro, die für die stromintensive Industrie bezahlt werden, die werden ja von den Verbrauchern und vom Mittelstand aufgebracht. Und ich halte es für sehr schwer verständlich, sehr schwer erträglich, dass der Herr Barke hier von der Massenarbeitslosigkeit redet, die entstünde, wenn man diese streichen würde. Aus unserer Sicht, wir haben auch die Beschwerde in Brüssel eingereicht, muss die gestrichen werden, denn die Verbraucher haben keine Lust, diese Industriesubventionen zu zahlen. Und wir sehen auch keine Massenarbeitslosigkeit. Ich möchte Sie bitten, auch mal gegenzurechnen, diese 5 Milliarden, was das für ein Beschäftigungsprogramm wäre, wenn das der Mittelstand und die privaten Verbraucher mehr ausgeben könnten. Ich bin überzeugt davon, dass es erheblich mehr Arbeitsplätze wären, die auf diese Weise entstehen würden, als die, die wegfallen würden, wenn man die stromintensive Industrie da produzieren lässt, wo sie am kostengünstigsten produziert, gegebenenfalls auch im Ausland. Vielen Dank, danke. Herr Peters. Herr Büchner, wollen Sie gleich dazu etwas sagen? Also ganz kurz noch einmal zu dem Hinweis, was Sie gesagt haben, mehr Steuer war da. Einfach auch nur zwei Zahlen. Wir reden auch heute wieder eine ganze Stunde lang über Ausschreibung, über Anteile, über 2,5 Gigawatt. Und das ist das Einzige, worüber wir reden. Wir reden niemals über CO2-Reduzierung, dass das eigentliche Ziel letztendlich für ganz Europa und für Deutschland ist. Wir reden nicht darüber, dass wenn wir 2,5 Gigawatt Wind und nochmal 2,5 Gigawatt Photovoltaik, also rund Kapazität von 5 Kernkraftwerken insgesamt jedes Jahr ans Netz bringen, wie das irgendwo in das ganze System eingebunden werden soll. Wir müssten in den letzten 3 Jahren sind pro Jahr in Summe 23 Kilometer neue Leitungen gebaut worden, pro Jahr, in den letzten 3 Jahren. Wir müssten bis 2022 zwischen 400 und 500 Kilometer pro Jahr bauen. Darüber redet niemand. So, und warum? Ja, in Bayern, da sage ich immer, 2015 soll Grafenrheinfeld abgeschaltet werden. In Bayern scheint auch in der Nacht die Sonne nicht. Also es muss die Leitung letztendlich über den Thüringer Wald auch gebaut werden, letztendlich, die dort irgendwo 1,2, 1,4 Gigawatt dorthin bringt, an den Standort. Ja. Und das muss bis spätestens 31.12.2015 passieren. Diese Dinge, über diese reden wir gar nicht. Die sind aber so von fundamentaler Bedeutung. Und warum passiert das? Weil der Ausbau der erneuerbaren Energie, was richtig ist, investorengetrieben ist. Weil man damit Geld verdienen kann. Und zwar richtig gutes Geld. Bürger, Windparks oder was immer. Es wird Geld verdienen. Und das ist in Ordnung und das hat zu dem Stand heute geführt. Jetzt ist es erwachsen. Jetzt müssen wir andere Themen mit integrieren. Jetzt müssen wir die Netzstabilität integrieren. Jetzt müssen wir das Physikalische betrachten. Und warum wird eine Freileitung nicht akzeptiert? Warum wird eine Freileitung nicht gebaut? Weil man damit nicht Geld verdienen kann für denjenigen, der seinen Grund und Boden zur Verfügung stellt. So, und diese Dinge wünsche ich mir, dass das stärker auch in den Diskussionen mit Eingang das findet. Nehmen wir sehr gerne zu Protokoll und Sie haben absolut recht. Ich würde Sie trotzdem gerne noch bitten, zu Herrn Peters Frage nach der besonderen Ausgleichsregelung vielleicht in die Niederungen der Ebene, nein, in die Mühen der Ebene abzusteigen. Und also ich sage, wir als Unternehmen sind nicht befreit in keinem Thema, müssen also auch die EEG-Umlage für alle unsere Werke, für alle unsere Abnahmen zahlen als Unternehmen. Und da sage ich immer, jeder muss ein Stückchen weit seine Last tragen, jeder Einzelne privat, auch im Grunde in der Industrie, ein Stückchen weit dazu beitragen, dass die Energiewende gelingt. Die muss aber anders gestaltet werden, aber wir wollen sie alle, dass es zum Gelingen führt. Was die sehr hohen energieintensiven Abnehmer betrifft, die befreit sind, da sage ich, da muss man in jedem Fall auch den Spagat hinkriegen, dass wir als Deutschland, als Markt, dort auch entsprechende konkurrenzfähige Preise auf dem Energiesektor haben. Ob jetzt alles und alle Ausnahmen gerechtfertigt sind, ist eine ganz andere Thematik, aber man muss, glaube ich, differenzieren und das ganz speziell fassen, aber nicht sehr breit. Herr Wuster? Ja, so sehr man die Argumentation von Herrn Peters ja nachvollziehen kann, wenn man selbst Energieverbraucher ist und mit diesen Umlagen leben muss, denke ich mal, ist es genauso richtig und dort sollten wir auch Herrn Barke und Herrn Minister Gabriel unterstützen, dass die energieintensive Industrie in diesem Land befreit werden muss, da sie nun mal in einem internationalen Wettbewerb steht. Die Kernfrage ist, was ist energieintensiv? Und selbstkritisch muss man sagen, da haben wir in der Vergangenheit sicherlich auch Fehler gemacht. Da hat die Industrie versucht,
mehr abzugreifen, wenn ich das so ausdrücken darf, als gerechtfertigt wäre. Das muss bereinigt werden. Das muss man mit der Wettbewerbskommission da auch regeln jetzt, aber dass es eine Befreiung für die energieintensive Industrie geben muss und dass das auch Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und den Wohlstand dieses Landes hat, ich denke, das kann man nicht ernsthaft in Frage stellen. Frau Günther. Ja, ich möchte nochmal darauf eingehen, auf keiner spricht über CO2-Emissionen. Ja, das stimmt, leider. Im Moment hat die Kommission ja ein Paket auf den Tisch gelegt, wie sie den Emissionshandel sanieren will. Nur dann schaffen wir es auch, die CO2-Emissionen wieder runterzubringen, indem man sie bepreist. Wenn das umgesetzt wird, was im Moment auf dem Tisch liegt, haben wir die nächsten 15 Jahre rund 50% der europäischen CO2-Emissionen nicht reguliert, weil wir zu viele Zertifikate ins System gelassen haben. Insofern freue ich mich auf Unterstützung von Siemens, das Thema anzugehen. Und ich freue mich auf Unterstützung, ehrlich gesagt, von jedem, der da versucht, was Ambitionierteres mit uns voranzubringen. Besondere Ausgleichsregelung, hat Herr Woste ja schon gesagt, es gibt in der Tat ein Spannungsverhältnis zu einer Industrie, die berechtigt befreit wird, weil auch wir haben kein Interesse an dem sogenannten Carbon Leakage. Wir möchten gerne die Temperatur unter 2 Grad halten gegenüber vorindustriellen Niveaus. Da bringt es nichts, wenn die Industrien woanders hingehen. Aber was wir sehen, ist es überdimensioniert ausgenommen worden. Die Schultern, die kräftigen Schultern, die hat man nicht mehr belastet, sondern hat es auf die schmalen Schultern gepackt. Das kann so nicht weitergehen, auch wenn die Akzeptanz nicht gefährdet sein soll. Insofern schließen wir uns als WWF, haben uns dem Vorschlag von Agora angeschlossen. Die haben einen sehr ausdifferenzierten Vorschlag, wie das gestaltet werden soll. Das heißt, die Emissionshandelsliste von der Europäischen Kommission soll als Grundlage für die Ausnahmen genommen werden. Der wurde intensivst geprüft, ob Branchen, nicht Unternehmen, handels- und energieintensiv sind. Und ich glaube, wenn man das zur Grundlage macht, wären wir auf einem sehr guten Weg, dieses Spannungsverhältnis konstruktiv zu lösen. Herr Krischer, Herr Lochbichler wollte von Ihnen gerne wissen, wie Sie denn gerne den Ausbau steuern würden. Ja, also das Grundprinzip eines Referenzertragsmodells muss sein, dass auch im Süden, an den guten Standorten im Süden, Ausbau möglich ist, genauso wie im Norden, und dass man es nicht nur, so wie es im Koalitionsvertrag in Grundlage angelegt ist und meines Erachtens jetzt auch in dem Vorschlag, den wir jetzt als Referentenentwurf am Tisch haben, verstärkt wird, dass man es rein auf die guten Standorte an der Küste konzentriert. Das macht meines Erachtens keinen Sinn, wenn man einen flächendeckenden Ausbau in ganz Deutschland haben will. Das muss am Ende das Ziel sein. Gestatten Sie mir nur einen Satz zum Thema Emissionshandel, weil das ist so ein Thema, wo ich diese Koalition nicht verstehe. Da lese ich im Koalitionsvertrag, da steht drin, wir wollen Backloading machen, ist inzwischen beschlossen und darüber hinaus soll es keine weiteren Veränderungen am Emissionshandelssystem geben. So, das ist meines Erachtens, und ich finde, da müsste auch eine Branche, auch eine Industrie, wir sagen alle immer, wir wollen Energiepolitik europäischer machen. Und das ist das einzige vorhandene Instrument, das wir auf europäischer Ebene haben. Und das mit einem vernünftigen Emissionshandelspreis, mit einem vernünftigen Zertifikatepreis, würden sich eine ganze Menge von Fragen lösen, EEG-Umlage und so weiter und so fort, oder zumindest würden sich deutlich anders darstellen, dass wir uns da nicht aufmachen und da eine konzertierte Aktion machen und sagen, Deutschland macht den Druck, dass dieses System an der Stelle repariert wird. Da habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis dafür. Und es scheint ja inzwischen auch so peinlich zu sein, dass Herr Gabriel oder andere dann durch die Gegend laufen und sagen, naja, wir denken mal drüber nach, dass man beim Emissionshandel insgesamt etwas tut. Aber dass ich mal wahrnehme, dass die Bundeskanzlerin und dass mal eine Bundesregierung ihr gesamtes Gewicht an der Stelle reinbringt, um das zentrale Thema CO2 und Klimaschutz auch mit Hinblick auf Paris ins Gewicht zu bringen. Das nehme ich nicht wahr. Ich nehme im Gegenteil wahr. Es hat letzte Woche deutsch-französische Konsultationen gegeben, wo man auch etwas zu Energiepolitik vereinbart hat. Und Herr Barker hat eben richtigerweise gesagt, wir brauchen eine Zieltrias, Klimaschutz, erneuerbare Effizienz. Und da hat man zu meinem Entsetzen, haben Frau Merkel und Herr Hollande vereinbart, dass das erneuerbare Ziel bei 27% auf europäischer Ebene, aber unverbindlich für die Mitgliedstaaten sein soll. Das ist eine Katastrophe für Deutschland, weil das entzieht uns die Grundlage, hier die Energiewende mit dem Ausbau der Erneuerbaren weiterzumachen. Das ist dann am Ende die Argumentation dafür, dass man aus Brüssel dann da ganz anders die Daumenschrauben reinlegen kann. Und da finde ich es völlig unverständlich, wie die Bundeskanzlerin
Bundeskanzlerin an der Stelle agiert und auch, ich sag mal, die eigene Politik, die im Koalitionsvertrag steht, dann ein Stück weit hintertreibt. Vielen Dank, Herr Krischer. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende eines Vormittags, an dem wir uns über die Eckpunkte eines neuen EEG unterhalten haben, in dem wir uns über Prioritäten unterhalten haben, an dem wir uns im Wesentlichen über den Ausbau der Erneuerbaren unterhalten haben und weniger über die anderen Komponenten, an die Herr Büchner uns zu Recht erinnert hat, Klima, System, Integration, Versorgungssicherheit. Das alles wird nach der Mittagspause Frau Hille korrigieren, in ihrem Vortrag zum Thema EEG und der Einordnung in das große Bild der Energiepolitik in Deutschland.